Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's hier unten in der Höhle. Und ja, ich war ja beim letzten Mal schon drauf und dran, letztendlich die Höhlenbasis zu suchen. Unseren kleinen Stützpunkt, den wir uns hier unten errichtet haben. Das Problem ist allerdings nur, ich habe die Basis bisher nicht gefunden. Und ja, von daher machen sich erste Zweifel bei mir breit. Denn ich glaube nämlich, dass wir einmal quer durch die Lavahöhle müssen, um letztendlich zur Basis zu gelangen. Ja, anders als bisher vermutet und auch nicht unbedingt das, was ich wirklich machen wollte. Eigentlich absolut gar nicht, denn ihr wisst ja alle, wie viel Zeug ich dabei habe. Nämlich verdammt viel Zeug. Und ja, demzufolge sollte ich dort unten nicht drauf gehen. Sonst kann ich mich mal mit Anlauf in den Allerwertesten beißen. Und darauf würde ich ganz gerne verzichten. Sofern sich das irgendwie machen lassen würde. Naja, wird schon schief gehen. Wir haben ja alles dabei, was wir brauchen. Außer vielleicht, ja, Medikits. Medikits und Verbände. Die sind ein wenig Mangelware, aber nun gut. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir nach unten kommen. Jäger sehe ich hier keine, das ist ein sehr gutes Zeichen, aber wir gehen mal hier entlang. So am Rand der Höhle, damit wir nicht Gefahr laufen, dass uns auf einmal irgendwas hinterrücks attackiert. Damit denke ich, fahren wir ganz gut. Mit der Taktik. Naja, da wäre sowieso schon einer gewesen. Ein Jäger und da ist ein Lagerfeuer. Genau das, was ich nicht wollte. Planänderung. Da können wir nicht lang laufen. Wir müssen ja über die andere Seite. Scheinbar hat er es auch geschnallt, dass ich da in der Nähe war. Aber nun gut. Alles kein Problem. Fledermaus ist dort oben nirgends eine, oder? Nee. Keine zu sehen. So, ich habe allerdings keine Ausdauer mehr. Das heißt, es wird mal Zeit für ein bisschen Nahrung. Na, was zu trinken. Brauchen wir definitiv auch. Vielleicht nehmen wir uns sogar vorsichtshalber auch noch Schmutzwasser mit. Sollten alle Stricke reißen und ich muss irgendwie das Schmutzwasser trinken, weil ich sonst unten dehydriere, haben wir jetzt zumindest eins dabei. Na ganz toll. Na ganz toll, genau das wollte ich nicht. Schaffen wir es da dran vorbeizulaufen? Sollte gehen, oder? Wenn ich mich beeile. Nur nicht hinsehen. Gut, wir sind durch. Da stehen jetzt hoffentlich keine Jäger. Nee. Sehr gut. Ja, dann geht's mal ab nach unten. So, gerade ging's. Jetzt kommt's nochmal. Jetzt geht's. Jetzt kommt der schwierigste Part. Ja, mir wird auch schon direkt heiß. 39 Grad haben wir hier unten. Ich werde lebendig gekocht. Ja, man hört es auch, wie die Lava hier durch den Berg fließt. Oh Mann, was habe ich mir da nur eingebrockt? Naja, tief durchatmen, dann wird es schon gehen. Und immer schön
die Waffen durchgeladen haben. Okay, hier sehe ich. Okay, hier sehe ich schon mal keine Jäger, wollte ich sagen, aber da vorne ist einer. Na, ganz toll. Okay, da erwische ich ihn aber sogar einigermaßen gescheit. Allerdings womöglich besser mit dem Gewehr. Okay, oder auch nicht. Na, sag mal, dass ich den gar nicht gescheit treffe. Na gut, jetzt kommt er eh schon. Oh, er zückt die Doppelläufige. Das war die Antwort drauf. Er hat aber nichts dabei, was wir brauchen würden. Nur Kaliumerz, also auch kein spezielles Erz. Darauf hätte ich jetzt nämlich gehofft. War der wirklich nur alleine hier unten? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Aber scheinbar ist das so. Okay, ich nehme alles zurück. Da ist noch irgendwo ein Jäger. Ich weiß allerdings nicht, wo er ist. Ist der vielleicht dahinter irgendwo? Nee. Das sehen tut man ihn nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr blöd. Der wird doch nicht da irgendwo stehen, oder? Nee. Okay. Sicher ist sicher. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, der zückt auch schon was. Ich glaube, der steht dahinter irgendwo. Oder ist er da oben? Oh, das, wenn ich jetzt wüsste. Der wird mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Der ist da unten irgendwo. Aber ich will es auch gar nicht rausfinden. Wir laufen einfach direkt weiter. Und den Typen knallen wir... Oh, den knallen wir nicht ab. Wollte ich schon sagen, aber nachdem da einer um die Ecke kommt... Oh, zwei sind's. Oh, 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 oh. Ja, dann nutzen wir hier den Schutz. Okay, den haben wir. Da oben ist noch einer. Ich glaube, der eine hat sich sowieso gerade die Haxen irgendwie gebrochen. Kann das sein? Ich glaube schon. Na komm runter. Traust dich nicht, gell? Entweder du kommst runter oder ich komme rauf. Eins von beidem. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt in die Tasche reinschaue. Dann kommt er angesprungen. Okay, den müssen wir erst killen. Ah ja, da ist er. Gut, getroffen habe ich ihn nicht wirklich. Oh, 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 oh. Ja, das wird ungemütlich. Das wird richtig ungemütlich. Einer tot. Alle tot. Ui, 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 ui. So, die haben nix. Wie schaut's bei denen aus? Einmal Tonikum. Nehme ich. Ja, wir können natürlich jetzt die Munition auch mitnehmen. Weil aktuell haben wir einen freien Slot. Mir wäre es allerdings lieber gewesen, wenn die ein Medikit oder so gelassen hätten. Naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Von daher geht's weiter. Ui, was ist denn das? Ist das dieser besagte schwarze Kristall? Auch schon wieder zumindest so. Jetzt haben wir aber schon das Problem, dass ich nichts mehr unterbekomme. Dann trinken wir mal was und dann schmeißen wir die leere Feldflasche weg. Die ist am leichtesten wiederhergestellt.
Tatsächlich, Schwarzkristallerz. Haben wir jetzt da erbeutet. Und da vorne gibt es sogar nochmal Schwarzkristallerz und eine Kiste, habe ich gesehen. Im Augenwinkel. Und einen Jäger sehe ich auch. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Oh, der zückt schon wieder die Knarre. Der zückt schon wieder die Knarre. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Muss der jetzt da langkommen, oder wie? Braucht's das? Okay, den haben wir mit einem Schuss hier gekillt. Wie kommt's? Ah, wegen der Fledermaus. Hat sie uns anscheinend einen guten Dienst erwiesen. Und den schon vorher ein bisschen geschwächt. Muss ich ausnahmsweise mal die Fledermaus loben. Ohne Granate. Eine Granate. Ja, da brauche ich nicht überlegen. Oh, nein. Fledermaus, ich habe dich gerade noch gelobt. Zielen will gelernt sein, ich weiß. Das war grenzwertig. Jetzt hätten wir dann natürlich Stoff, gell? Dann machen wir es so. Aktuell sind die Medikits das Wichtigste, was ich brauche. Um hier unten durchzukommen. In einem Stück, aber aktuell schaut es auch noch richtig, richtig gut aus. Stimmt, Tatsache, da hatte ich ja noch... Oh, oh. Nein! Boah. Schieß nochmal mit der Doppelläufigen, komm. Boah, da stehe ich schlecht. Da stehe ich richtig schlecht. Wilde Flucht. Oh. Die haben mich mal sowas von überrascht. Abflug. Jetzt. Ja, toll. Jetzt kommt die Fledermaus auch noch. Aber gut, die haben wir schön erwischt. Mit einem Schuss. Nein! Der Jäger ist ja noch immer da. Shit! Jetzt glaube ich, hat er locker gelassen. Ja, Wahnsinn. Aber ich würde mir dennoch gern die Fledermaus holen. Oder wir gehen weiter, aber nee, ganz ohne Medikit. Oh, super, wollte ich da nicht lang. Ja, genau. Komm her, komm. Weil's eh schon wurscht ist. Mann, oh Mann. Das wird so langsam, aber sicher echt ein Höllentrip. So, schnell zur Fledermaus. Die ausnehmen. Gut, dass wir uns vorher noch die Medikits hergestellt haben. Ich wäre nämlich jetzt fast draufgegangen. Bei der Aktion eben. Aber uns steht noch ein bisschen Ärger bevor, weil hier gibt es mit Sicherheit auch noch Jäger. Da traue ich mich fast wetten. Da hätten wir nochmal Schwarzkristall. Sehen tut man schon auch nichts.
Nun gut. Erstmal durchschnaufen. Bisschen Ausdauer regenerieren. Und alles durchladen. Da steht keiner, okay. Kommen wir da irgendwie rüber? Und jetzt noch reingefallen, oder? Das wär's gewesen. Oh, ich höre was. Ich glaube, da ist jemand, oder? Oder ist der vielleicht oben direkt? Könnte sein, dass die Jäger oben sind. Das wäre aber ziemlich mies. Das wäre richtig mies. Naja, nix wie raus da. Also, zwei Drittel haben wir schon geschafft. Das letzte Drittel ist jetzt, uns noch zur Basis durchzuschlagen. Und dann können wir erstmal durchatmen. Ich hoffe nur, dass dort drüben auch meine Basis ist. Aber die muss da sein. Die muss da definitiv sein. Shit. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht! Durchladen, durchladen, durchladen! Dachte ich es mir doch, dass die genau da oben auf mich warten, wenn ich mich hochziehe. Das ist ja richtig mies gewesen. Uiuiuiuiui. Na gut. Weiter geht's. Nicht verzagen. Gut, da haben wir nichts. Ich blute. Ich blute gescheit. Halt. Ich hab's ja auf der 4. Ein Medikit. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Aber wir haben's. Wir haben's. Wir sind da. Boah, was bin ich froh. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, dass da vorne direkt die Jäger sind. Bei mir in der Nähe. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Aber wir verstauen jetzt einfach mal das wichtigste Zeug kurzerhand. Das Hühnchen ist sogar direkt verdorben. Ah, die sind ein Problem da vorne. Die sind definitiv ein Problem. Ich glaube, wir bauen hier gleich mal zu. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Wenn wir dazu bauen, nochmal das Zeug hier nehmen. Tauwerke, habe ich die? Wo habe ich denn die eigentlich? Da habe ich sie. Ah, vielleicht bauen wir da sogar. Nee, kein Fenster. Ich meine keine Wand, sondern ein Fenster. Stattdessen. Immer mit Blick auf die Jäger gerichtet, weil die sind mir zu nahe. Für meinen Geschmack. Wir können sie auch mal anders machen. Oh, da kommt jemand. Schwimmt der zu mir? Ja, der ist verdammt nahe, das wusste ich doch. Ich hab's ja gerade gehört, dass er angekrochen kam. Eieieiei. So, jetzt kurz vor knapp drauf gehen, das möchte ich auch nicht. Aber der ist trotzdem ein Problem, der Typ. Der ist ein richtig großes Problem. Medikit habe ich keins mehr, gell? Nee. Ja, die sind zu viert. Nee, die aufscheuchen, da kann ich mich ja gleich selbst eingraben.
schnell die Wand hier hinstellen. Eigentlich wollte ich das Fenster anders platzieren. Das ist jetzt ziemlich ungemütlich mit denen als Nachbarn. Wenn ich mal ehrlich bin, das gefällt mir auch absolut gar nicht. Nun gut, wir brauchen was zu trinken. Hab ich einen Ofen? Ich hab gar keinen Ofen dabei. Oh Mann. Dann brauche ich ein Lagerfeuer, oder wie? Ja, aber Holz haben wir keins. Also zumindest keine Holzscheite. Ja, ganz toll. Was habe ich mir dabei wieder gedacht? Gar nichts. Ne, kein Ofen. Ah, super. Das Wichtigste vergessen. Ah, aber da haben wir auch... Da haben wir unseren Reflexbogen. Jetzt wissen wir's. Den habe ich ja eh schon schmerzlich vermisst. Jetzt weiß ich wenigstens, wo er war. Und wir haben zum Glück noch ein bisschen Bärenwasser. Das kann uns jetzt aufpäppeln. So. Einwandfrei. Also. Das Schlimmste ist geschafft. Da kann ich den... Den kann ich gar nicht aufstellen, gell? Da braucht man eine BKI. Drum. Sonst hätte ich den nämlich schon errichtet. Das denke ich mir doch. Dass das einen Grund hatte, wieso der noch nicht steht. Ja, blöd. Wie schaut's denn mit unserem Hühnerstall aus, den ich mit nach unten geschafft habe? Geht es jetzt nur nicht, weil wir in der Höhle sind oder weil es nicht im Einzugsradius ist? Ich weiß es nicht. Könnte jetzt beides sein. Fakt ist, errichten kümmern. Scheinbar nicht. Schlecht. Ziemlich schlecht. Nicht ganz wie erhofft. Aber eine Tür können wir uns auf alle Fälle schon mal bauen. Damit unser Eigenheim auch zu ist. Und ein schräges Holzdach brauchen wir auch. Brauchen wir definitiv. Sofern es hier drin zu regnen anfängt. Versteht sich. Versteht sich ja von selbst. Okay, das passt mit den Scharnieren. Wunderbar. Okay, das erste Holzdach ist fertig. Einmal drehen das alles. Na? Rastet jetzt gar nicht ein. Doch. Da brauchen wir in der Mitte auch noch was. Aber das kriegen wir. Das kriegen wir hin. Voilà. So, halt falsch, das wollen wir. Na, so könnte man es natürlich auch machen, gell? Bündig. Und dann können wir uns den eigentlich sparen. Den First zu bauen. Nochmal eben kurz das verziehen. Habe ich ihn jetzt doch gebaut, oder wie? Einen habe ich gebaut. Wird das überhaupt gehen? Ah nee, den brauchen wir nicht. Den verschrotten wir dann. So, aber ich bin da stehen geblieben. Sehr schön. So. Fertig ist unser kleines Häuschen. Hier unten. Macht auf alle Fälle einen solideren Eindruck als vorher. Ja, Solaranlagen brauchen wir da definitiv auch nicht aufstellen, aber immerhin. Wir haben es geschafft. Wir sind in einem Zug hier durchgekommen. Ich hätte
nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, aber ja, geschafft ist geschafft. Und damit ist auch diese Folge von Subsistence schon wieder vorüber. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Servus!